Falls ihr bisher noch nicht an echte Zauberei geglaubt habt, dann schaut genau hin. Magic, meine Damen und Herren. What? Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich mach das, was ihr mir auf WhatsApp schreibt. Ich glaube, so nenne ich das Format. Für diejenigen, die es nicht wissen, ihr könnt mir immer auf WhatsApp schreiben, entweder Fragen stellen, ihr könnt mir Aufgaben schicken, ihr könnt einfach so mit mir ein bisschen chillen. Und ich dachte mir, come on, ich werde mal wieder eure Aufgaben machen, die ihr mir geschrieben habt. Und ich sitze hier tatsächlich schon eine Stunde da und habe ein bisschen mit euch zusammen geschrieben und habe da immer wieder die Aufgaben gescreenshottet und werde diese jetzt machen. Viel Spaß bei dem Video und ja, los geht's. Viel Spaß. Hi, kannst du deine Augenfarbe ändern? Ja, klaro, immer doch. Schaut her, wie es passiert, und zwar genau so. 3, 2, 1. Ja, in etwa so. Ich hoffe, man sieht es. Ja, das sollte man erkennen. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen. Und die nächste Frage kommt, oder die nächste Aufgabe besser gesagt, das war ja gerade auch schon eine Aufgabe. Hi Marv, habe gedacht, ich schreibe dir mal wieder und ich wollte einfach mal sagen, dass ich deine Videos mega geil finde, vielen Dank, und du mich immer wieder zum Lachen bringst. Das freut mich, das ist cool. Ach übrigens, warum fällt mir das jetzt gerade auf? Leute, ich wurde übrigens zum Inder. Also spart euch eure Kommentare dazu in dem Kommentarbereich. Vermutlich werdet ihr jetzt eh alle was dazu schreiben, aber naja, egal. Mach weiter so, wie du es bis jetzt gemacht hast. Vielen Dank, werde ich machen. Und jo, noch einen schönen Tag, Abend, whatever wünsche ich dir. Jetzt gerade ist 6:30, also Abend, ja, Dankeschön. Dir aber auch, ich weiß jetzt gar nicht deinen Namen, aber vielen, vielen Dank für deine tolle Nachricht. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Rotes X. Herz und ein Zylinder. Ich wollte dir sagen, dass ich dich schon ungefähr seit 2 Jahren entdeckt habe. Cool. Und von da an schaue ich immer deine Videos. Ich bin dein allergrößter Fan. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn du mich grüßt. Ich grüße dich. Heiße Ayla. Ayla, ich hoffe, man spricht das so aus. Schöne Grüße an dich, Ayla. Bin 13 und komme aus der Schweiz. Schweiz, cool. Kann man dir auch Post schicken? Ja, auf jeden Fall. Mein Postfach lautet, wo zeige ich es an? Einfach mal hier. Da seht ihr meine Postfachadresse. Da könnt ihr mir gerne Briefe hinschicken. Wenn genügend ankommen, genug Briefe mit Aufgaben, Fragen und so weiter, kann ich auch gerne mal wieder ein Zauberpost-Video machen und dann lese ich eure Briefe, Umschläge und so weiter vor. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, meine Adresse. Hi, finde cool, was du machst. Könntest du vielleicht einen Trick machen, wo sich der Zuschauer, also ihr, eine Karte merken muss und du sie dann zeigst? Hoffe, du weißt, was ich meine. Grüße aus Österreich. Aus Österreich? Aus Österreich kommt auch zauberbox.at, ein ziemlich cooler Online-Shop. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Yes, habe ich das auch irgendwie verknüpfen können. Coole Aufgabe, vielen Dank für deine Nachricht. Und ich werde das Ganze mal ausprobieren. Also, viel Spaß. Okay Leute, ich werde mich jetzt hinstellen, dass ihr das Ganze besonders gut sehen könnt. Und diese Kartenschachtel, die legen wir hier hinten hin, dass ihr sie die ganze Zeit sehen könnt, okay? Ganz wichtig, immer ein Auge darauf behalten. Wir haben hier ein Kartenspiel dabei. Bereit, dann go. Okay, ihr merkt euch die Karte. Erkennt man die? Ich hoffe schon. Und dann werden wir weiter blättern und die Karte drin verlieren im Kartenspiel. Wir mischen das ganze Kartenspiel noch ein bisschen durch. In etwa so. Und jetzt wird Folgendes passieren. Wir werden diese Karte, an die ihr gerade denkt, einfach verschwinden lassen. Und zwar genau jetzt. Schaut mal her, ob ihr die Karte jetzt noch sehen könnt. Ich schau mal, dass ich das wegen dem Licht regeln kann, dass ihr das gut seht. Ich stelle mal die Lampe ein bisschen weg. Genau. Und dann könnt ihr alle Karten anschauen. Und ich denke mal, ich gehe jetzt schnell durch, ich denke mal, ihr könnt eure Karte bisher noch nicht finden, richtig? Eventuell, selbst nach der Hälfte noch nicht, vermutlich immer noch nicht und eventuell ist diese Karte tatsächlich komplett, hopp, das war schon die letzte, komplett verschwunden.
Okay, jetzt geht's aber weiter, passt auf. Denn das war's natürlich noch nicht. Alles, was verschwindet, muss irgendwo wieder auftauchen. Moment mal, haben wir da nicht noch etwas auf meiner Türklinke liegen? Eine Kartenschachtel, aber hört mal genau hin. Da befindet sich ja etwas drin, und zwar eine gefaltete Spielkarte. Und zwar keine andere als die Karo Dame. Ich denke mal, das ist eure Karte, an die ihr gerade denkt, richtig? Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Nein, ja, dann hat's geklappt anscheinend. Yay! Falls ihr jetzt auch eine coole Aufgabe für mich habt, dann könnt ihr die mir gerne auf WhatsApp schreiben. Ansonsten auch gerne hier unter dem Video in die Kommentare, da lese ich auf jeden Fall mit. Schreibt sie mir jetzt einfach in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Ansonsten freue ich mich, falls ihr mir einen Brief schicken werdet. Und dann sehen wir uns wieder die Tage zum nächsten Video. Vermutlich wird das nächste Video am Freitag um 18 Uhr kommen. Das ist eine neue Folge, die wahre Lüge. Falls ihr wollt, schaut vorbei. Und dann sehen wir uns am Freitag spätestens 18 Uhr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.